Unitaire, fort, venant, qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle, d'or d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe. C'est là le renard, si laid, et c'est terrible, qui n'était ni fer ni fille, qui ne s'enfuit t'es devant lui. Was willst du von mir? Ich will dir was erzählen. Was willst du mir erzählen? Eine Geschichte. Was für eine Geschichte? Erzähl deine Geschichte doch den Leuten da unten. Muss ich dabei sein? Ja, ich will sie ja schließlich dir erzählen. Warum? Ich will dich aufrütteln. Du sollst über etwas nachdenken. Nachdenken? Nachdenken worüber? Über das, was ihr gleich in der Schulaula in Spandau aufführt? Lächerlich, dass ich nicht lache. Was denkt ihr, wer ihr seid? Richtige Schauspieler? Dafür braucht man Talent, eine richtige Ausbildung. Aber ihr? Was soll das überhaupt sein, heutzutage? Wer erzählt denn heutzutage auf dem Theater noch Geschichten? Niemand mehr, keiner. Shakespeare, Drama, vielleicht kratzt sogar eine ab. Lächerlich. Was ist, wenn deine Geschichte scheiße ist? Ach, das noch Frühstück ohne Kaffee. Wenn du mir helfen willst, dann bring ich gleich noch einen Duppich mit. Woher nehmen und nicht den? Die Kasse ist leer. Kaffee ist jetzt ein Luxus. Hey Mama, was das denn? Kaffee ist ein Grundnahrungsmittel. Hat mir die Schlampen. Bisher hat der Opa mit was nach Hause gebracht. Erzähl deinen Schwestern doch mal, warum du keinen Kaffee mehr willst. Mama, bitte. Nee, es reicht jetzt. Das geht hier alle was an. Es geht nimmer nur um dich. Hä, was denn los, Laura? Nichts. Nichts ist gut. Nichts ist echt gut. Dein Mädel hat sein Aufbrüdern abgebrochen. Nach Hause geschickt haben sie wieder. Das ist nicht wahr. Schon wieder? Aber das überrascht mich jetzt ehrlich wirklich nicht mehr.
Die dumme Laura hat's mal wieder nicht geschafft. Siehst du richtig, Süße. Aber warum denn schon wieder? Dafür gibt's keinen wichtigen Grund. Sie hat mal wieder nur an sich gedacht. Ich habe nur an mich gedacht. Du denkst doch immer nur an dich. Ich wollte weiter zur Schule gehen. Ich wollte Abi machen. Du hast doch nicht mal dein MSA geschafft. Und ich habe sie nicht mal zum MSA zu mir lassen. Aber Lea hat Arbeit und bringt mich nach Hause! Ist aber nicht gerade viel. Wenn ich erstmal Ärztin bin, dann schwimme ich in Geld. Ärztin? Dann gackern doch die Hühner. Frau Doktor, hab nicht mal mein MSA geschafft? Kannst du noch lange drauf warten? Ich werde Ärztin. Ihr werdet schon sehen. Wie wichtig ist dir Vertrauen? Vertrauen ist mir sehr wichtig. Ohne Vertrauen ist keine freundschaftliche Basis möglich. Was ist dir wichtiger? Vertrauen oder Kontrolle? Kontrolle. Weil man sich dann zu 100% sicher sein kann. Jemand bietet dir an, zu überprüfen, ob deine Freundin vertrauenswürdig ist. Nimmst du an? Ja. Ich hätte damit kein Problem, selbst überprüft zu werden. Da ich ehrlich bin. Außerdem würde es mich interessieren, ob meine Freundin treu ist. Treu wie ich. Ich bin ziemlich neugierig. Und so ein Vertrauenstest ist bestimmt lustig. Die Nase sieht gut aus. Gerade und deutlich kleiner. Auch die Konturen stimmen, im Detail etwas schief im Nasenwurzelbereich. Haben Sie das notiert, Herr Dr. Schleicher? Sagen Sie mal, wie können Sie eigentlich behaupten, dass das nicht schlimm ist? Die ist doch komplett schief und nicht nur hier oben. Gucken Sie doch mal hier links rein, das geht doch gar nicht. Das ist ein winziger Eingriff, danach wird alles gut aussehen. Ein weiterer Eingriff? Entschuldigung, ab hier dann wird etwas günstiger. Der letzte kleine Eingriff hat schon 8.000 Euro gekostet. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es völlig im Rahmen bleiben wird. Herr Dr. Schleicher, ich bräuchte Ihren Terminkalender, bitte. Moment mal. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass wir uns nochmal Ihr Herr Dr. Schleicher anvertrauen. Ganz bestimmt nicht. Na gut, ich sehe hier gerade,
Mein Terminkalender ist leider voll. Viele Notoperationen von Kriegsverletzten aus Syrien. Bitte, Herr Professor, helfen Sie mir. Das belastet mich einfach so furchtbar. Ich kann nicht mal mehr in den Spiegel gucken. Das ist einfach so furchtbar. Frau Schmidt, was ich Ihnen anbieten kann, wäre in einer Woche. Kommen Sie da in die Klinik. Am Vormittag werden Sie operiert. Und dann sind Sie auch schnell wieder draußen. Sie operieren selbst? Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Professor, vielen Dank. Kein Problem. Und an Sie, Sie werden auch nur 20% zahlen, den Rest übernehme natürlich ich. Also, darauf können wir dann gehen. Ich begleite Sie dann nochmal draußen, wir sehen uns dann nächste Woche. Wiedersehen. Ich wollte... Was wollten Sie? Die Dame ruinieren? Sie umbringen? Sie wissen, dass Sie einen Millimeter neben der Schlagader waren. Einen Millimeter? Sie operieren nur noch nach meiner Absprache. Haben Sie das verstanden? Jawohl. Jetzt raus mit Ihnen! Foto. Guck mal.
gut aussehen tut er ja. Ja, worum geht's denn? Ich kann Sie jetzt nicht sprechen. Was kommt Sie denn hier auch immer vorbei? Wimmeln Sie sie ab, hören Sie? Schon gut, Frau Schick, ich übernehme. Mein lieber Konrad, ich habe einen Hab ich dich nicht gebeten, ohne wichtigen Grund hier nicht zu erscheinen? Was ist denn los mit dir? Ich habe sogar deinen Lieblingskäse besorgt. Ich möchte einfach nicht, dass sie hier immer so hereinschmeißt. Du willst also nicht mit deiner eigenen Mutter frühstücken, obwohl sie Neuigkeiten hat. Mutter. Ich leite hier eine große Klinik und habe sehr enge Termine. Es gibt Neuigkeiten. Was für Neuigkeiten? Jemand ist mir ins Netz geraten. Jemand hat geantwortet? Wer? Eine ganz junge, eine ganz schöne Junge. Sie wird dir gefallen. Und? Was schreibt sie? Aber nicht, dass du dich in sie verliebst, mein Kleiner. Wie stark schädigt ein kleiner Vertrauensbruch dein Vertrauen in eine Person? Sehr. Vertrauen wächst über Wochen und Jahre. Bis ich einer Person vollkommen vertrauen kann, vergeht sehr viel Zeit. Doch Vertrauen kann auch sehr leicht gebrochen werden. Kann man Vertrauen kaufen? Nein, das wäre ja ein Geschäft. Mit was soll ich Vertrauen bezahlen? Schwanger. Nee. Ja, das willst du machen. Und der Typ ist weg. Willst du das wegmachen lassen? Ich hab mich da ein bisschen informiert. Das kostet eine Stange Geld und ich muss mich vorher beraten lassen. Ich kann das nicht. Ja, ich kann das auch nicht gut. Aber was willst du machen? Na, aufziehen. Ich werd Patenkarte. Und wer hat Geld dazu? Sie hat eine Idee. Was für eine Idee. Das ist nicht euer Ernst. Mann, Laura, ich brauch dich. Allein schaffe ich das nicht. Und Mutti, die ist krank. Weißt du das? Was für einen Beruf hat er denn? Ein Chefarzt. Von der Praxis. Chefarzt? Irgendwie ein interessanter Typ. Sie hat ihn auch schon geschrieben. Was? Ja, geschrieben, dem Typen. Guck mal, der hat geantwortet. Nee, das geht gar nicht, dass sie das macht. Das macht er schon lieber selbst. Nee, das mache ich selber. Dann gib her, erklärt das Passwort und alles weiter. Ich meine, wenn er wirklich Chefarzt ist, habe ich zu verlieren. Das ist eine gute Einstellung, Puppi. Das ist wirklich lustig mit dir. Das freut mich, Laura. Thank you.
bisschen, aber dafür lädst du mich einfach das nächste Mal zum Kaffee ein. Kommst du mit mir mit? Das geht mir ein bisschen zu schnell. Okay. Wirklich so eine Jutti, die hat jetzt schon heiraten? Ich meine, der bezahlt doch auch so schon eine Menge. Das stimmt, der bezahlt eine Menge. Der hat die Renovierung von unserer Wohnung bezahlt. Genau, die hat er gezahlt. Die Miete auch noch. Die Miete, die hat er auch gezahlt. Und nicht zu vergessen, der will dir deine Karre reparieren lassen. Ja, genau, deine Karre. Warten. Ich will das jetzt heiraten. Ja, warum heiraten wir nicht jetzt? Ja, ich denke dabei nur an Laura. Hast du mal an Laura gedacht? Ja, habe ich. Aber es sind schon seit 2 Monaten zusammen. 2 Monate. 2 Monate? Das ist nicht. 2 Monate sind doch nicht. Gut, dann warten wir, bis er dich eine andere angelt und weg. Ist er. Gestern recht. Recht ist er da. Schulterfrei, ist es euer Ernst? Ich sehe aus wie eine Nutte. Das ziehe ich erst recht gar nicht an. Jetzt hatte ich mich so, sie sagen. Na, mach mal jetzt weiter, du brauchst es ja nicht nehmen. Und du? Was machst du denn so eine Panik? Hat der irgendwas verlaufen lassen? Ja, genau, was los? Guck mal, ich kenne so einen Typen. Wenn die das haben, was sie haben wollen, sind sie weg vom Fenster. Das stimmt. Wenn die das hatten, sind sie weg. Herzlich willkommen, sehr geehrtes Publikum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben ja schon einiges über Vertrauen gehört. Wir kennen auch gar nicht Ihre Meinung. Wie kommen wir zu Ihnen runter? Wie stehen Sie der altbekannten Frage Vertrauen oder Kontrolle? Sehr löblich. Und wie kennt sich jemand wie der ein Geheimnis hat? Ja. Okay, und kennen Sie jemand lieben, der Ihnen lieben Vertrauen? Vielen Dank, Daniel. Danke, danke für Ihr Vertrauen. Einen schönen Abend noch.
Tochter gut zu meinem Sohn passt? Mein Sohn ein erfolgreicher Chirurg, Chefarzt. Und ihre Tochter, die, wie ich gehört habe, ihre Ausbildung abgebrochen hat? Nun ja, die Bäckerei war auch ähnlich das Richtige für sie. Immer für Aufstehen und so. Nee, da kann ich was, aber ich finde schon wieder was. Das glaube ich. Ja, das braucht sie nicht mehr, wenn sie mit meinem Sohn verheiratet ist. Allerdings sollte sie repräsentieren können. Was muss sie? Repräsentieren. Was hat sie denn jetzt mit Pressen zu tun? Sie sollen doch erstmal heiraten. Mein Sohn kann sich in seiner Position nicht mit irgendjemandem in der Gesellschaft zeigen. Sie muss Stil, Charme und Klasse haben. Lara ist hübsch. Standard bei einem Schönheitschirurgen, aber ob sie zu einem Niveau passt? Die passt zu ihrem Niveau. Die passt. Hoffentlich kann sie sich benehmen. Jetzt hören Sie mal zu. Die Kind ist 18 und der Alte ist 50. Bitte mal eben. Woche, wo wir unsere Winterwoche verbringen wollten,
muss ich auf einen ganz wichtigen Kongress. Laura, versteh doch, der Kongress ist für mich enorm wichtig. Für mich und meine Karriere. Ich hatte mich schon so gefreut. Ich weiß, wir fahren später. Komm. Laura. Wirklich? Ja. Ja. Na, willst du nicht? Hast du mich erschrocken? In Touch. Interessant. Ja, ich wollte mal wissen, was in der Welt so los ist. Ich habe richtig, deswegen nicht dein hübsches Kanzler. Wie gefällt es dir denn bei uns? Gut? Gut? Was heißt hier? Du kannst ja jetzt schließlich alles leisten. Ja, ich kann mir jetzt alles leisten. Kannst Leute einladen und Partys feiern und du bist die strahlende Gastgeberin. Eine Party? Das wäre cool. Aber so eine Party, Schätzchen. So eine Party ist auch mal für mich. Ja? Die kann ganz schnell vorbei sein. Oh. Ein schönes Plätzchen hast du da. So schlank. Ich? Ein schönes Hälschen für meinen Blaubart. Sie wollten nicht sprechen? Ja. Wir arbeiten beim Fahndungsteam vermisst und nun ja. Es sind einige Fragen zu zwei Fällen aufgetaucht, in denen der Name Ihres Mannes eine Rolle spielen könnte. Zwei Fällen? Die Fälle ähneln sich. Ja, die Fälle ähneln sich. Immer geht es um junge Frauen, die kurzfristig ihr Mann kennengelernt zu haben scheinen. Mit der letzten war tatsächlich zusammen. Das steht fest. Das steht fest? Das war eine Ex von meinem Mann? Freunde haben ihn mehrfach mit ihr gesehen und sie hat von ihr erzählt. Allerdings ist sie nicht mit ihm zusammen gewesen, als sie verschwunden ist. Was soll das heißen? Sie ist nach Indien. Sie ist nach Indien verreist, kurz nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Jedenfalls nach seiner Aussage. Wissen Sie, ich höre das hier alles zum ersten Mal. Ich möchte mich hiermit nicht befassen. Wie haben Sie ihn eigentlich kennengelernt? Über eine gemeinsame Freundin. Nicht über eine Partnerseite. Elite-Partner oder so. Ich verstehe nicht, was wollen Sie? Ich meine es gut mit Ihnen. Sie sollten auf sich aufpassen.
Frau Schick, bringen Sie mir doch bitte noch einmal den OP-Bericht Würz. Dankeschön. Danke. Wir sitzen uns besser, Frau Schick. Sie wissen, bei mir hat sich einiges verändert. Konrad, das hast du doch noch nie so eng gesehen. Wir bleiben beim Sie, einverstanden? Die Dinge ändern sich nämlich. Ich brauche Sie nämlich als Chefsekretärin und kann mir dabei nicht erlauben, ins Gerede zu kommen. Du wolltest mich mal heiraten. Hast du das schon vergessen? Das hatte ich gesagt. Wann? Ach, vor 3 Wochen. Hast du Zeugen? Zeugen. Wer braucht hier Zeugen? Du hast es mir gesagt. Und das ist das Einzige, was zählt. Bitte lassen wir das. Sie sind jung und haben Zukunft. Ich habe eine neue Idee. Ich werde Sie als Leiterin für die Zulieferungsabteilung vorschlagen. Der Zulieferungsabteilung? Sag mal, spinnst du? Nee, ich sehe hier gerade, am Mittwoch ist die Sitzung. Ich will hier nicht weg. Ich will nicht von dir weg. Dann bleiben Sie sachlich. Dann bleibe ich sachlich. Anne, die Zeiten können sich auch wieder ändern. Vertrauen ist mir mehr wert als Kontrolle. Kontrolle führt zu Misstrauen und Unterstellungen. Andererseits, wenn es einen Vertrauensbruch gibt, auch nur einen kleinen, ist der Schaden groß. Besonders, wenn dann auch noch so eine Reaktion kommt wie... Es war doch nur... Ich habe eine Mitteilung von der Polizei, dass der Fall abgeschlossen ist. Mordfall, Herr Professor, werden Sie abgeschlossen. Mordfall? Haben Sie sie gefunden, oder was? Das nicht, aber es gibt neue Erkenntnisse. Neue Erkenntnisse? Na gut, wenn das so ist, ich war kurz mit dieser Frau zusammen. Die hat eine, kurze Affäre. Doch, dann ist sie verschwunden. Die scheint auch bei der Abhandlung zu kommen. Wie meinen Sie das denn bitte? Ein anderer Fall scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, dass Sie damit zu tun haben. Ein anderer Fall? Auch diese Frau ist verschwunden. Sie muss sie gekannt haben. Hören Sie, ich bin ein bekannter Arzt. Viele Leute wollen mich gerne kennenlernen, besonders Frauen. Wer behauptet denn, dass ich diese Frau kennen würde? War nur so eine Vermutung. Eine Vermutung? Ich bitte Sie, Sie können mich nicht einmal mit allen verschwundenen Frauen der Welt in Verbindung setzen, nur weil ich mal das Pech hatte, mit dieser zusammen gewesen bin.
Sie hat auf ihr Passwortprofil geantwortet. Sie hat was? Sie hat ihn im Internet, wie die andere Dame auch, auf ihre Kontaktanzeige geantwortet. Hören Sie mal, wenn das Ihr einziger Anhaltspunkt ist, wirklich, dann bitte ich Sie, mich jetzt zu entschuldigen. Ich habe noch einen wichtigen Termin mit dem Staatssekretär. Den Weg nach draußen finden Sie ja selber, ne? Auf Wiedersehen. Herr Professor, wir machen nur unsere Arbeit. Wir alle machen nur unsere Arbeit, deshalb bitte ich Sie jetzt, mich zu entschuldigen. Das wird sicher spannend.
kommen wieder. Verlassen Sie sich drauf. Danke für das Fahren. Kein Problem. Für die Frage, Chef, stehe ich doch immer zur Verfügung. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Am Donnerstag ist noch ein abendlicher Messerunter mit anschließendem Empfang. Ja, man kann leider nicht, habe ich gebeten, ihn zu vertreten. Kann ich auf Ihre Mithilfe rechnen? Eine Messe? Die Meditech, eine Fachmesse. Da kommen internationale Aussteller. Mir wäre es eine Ehre, sie ausführen zu dürfen. Und da es in seines Sinnes wäre, wird er nichts dagegen haben. Und warum kann Konrad nicht? Eine OP, die Frau eines Industriellen. Das ist etwas bei der Arbeit eines, naja, Kollegen schiefgelaufen. Ihr Mann wird es nicht. Er ist einer der Besten. Allerdings wird er auch gut bezahlt. Das hat natürlich einen gewissen Reiz. Mittlerweile kann er sich, glaube ich, alles leisten. Nur jünger werden kann er nicht. Immerhin ist er schon 50. Wie alt sind Sie eigentlich? Sie meinen, ich bin zu alt für mich. Das Alter ist das eine. Aber manchmal geht es auch um Gefühle. Nicht das, was sie mal bieten kann. Natürlich, materielle Dinge versüßen das Leben. Und wenn man nichts hat, dann nimmt man, was man kriegen kann. Aber für mich ist Geld eine Illusion. Leben ist Freiheit. Die elementaren Dinge im Leben kann man mit Geld nicht bezahlen. Ein gekauftes Leben ist somit kein wirkliches Leben. Geld ist ja ein Kleidungsstück am Körper. Wobei die eigene Haut einen am nächsten ist. Eine wunderbare Haut. Das ist vor allem eine ehrliche Haut. Eine ehrliche Haut und das bleibt sie auch. Manche Dinge gehören zusammen. Ehrlichkeit und Wahrheit, das gehört zusammen. Ich will ja gar nicht viel. Eine glückliche Ehe, Urlaub an schönen Orten machen, gutes Essen genießen, vielleicht so ein Hausmädchen haben. Das ist ja schon alles. Das sind Dinge, die sein dürfen und machbar sind. Das sehe ich ähnlich. Aber wie schon in der Bibel steht, wo die Liebe nicht ist, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Er hat mich einfach nicht früher aus der Besprechung gelassen. Ich ahnte nichts. Der merkt nichts. Ich treffe mich mit seiner Frau. Ich darf mich treffen, mit wem ich will. Er ist mein Chef. Wenn er will, kann er mich vernichten. Professor Dr. Bambleu ist absolut kaltblütig. Wenn er nicht Chirurg wäre, könnte er auch Killer sein. Mindestens denke ich das manchmal. Ist mal wieder richtig lustig mit dir, ne? Nein. Ich weiß, Konrad ist manchmal komisch. Und ich ahnte nichts von unseren Treffen. Das ist ein verdammtes Risiko. Das ist unvernünftig und irrational. Magst du mich, Dr. Schleicher? Außerdem ist Konrad auf diesem wichtigen Kongress, der nächste Woche ist. Dann ist er hundertprozentig nicht da. Oh ja, aber das wird super. Das ist fantastisch. Da muss ich rangehen. Wenn man vom Teufel spricht. Und? Es ging um den Kongress.
Professor Dr. Wablö möchte mich dabei haben. Also, ja, ich soll meine Promotionsergebnisse vorstellen. Da kommen die besten Chirurgen der Welt. Was ist mit mir? Verstehst du das? Ja, ich verstehe das. Aber? Kein Aber. Die Arbeit ist ja am wichtigsten, ich kenne das schon. Verstehst du das falsch? Was verstehe ich falsch? So, das sehe ich eigentlich auch schon alles. Mehr musst du nicht wissen und meine Mutter ist ja auch noch da. Na dann, viel Spaß auf dem Kongress. Ja, das wird bestimmt anstrengend, die ganzen Kollegen zu treffen. Warte mal, ich muss dir noch was geben. Hier sind die Schlüssel. Allerdings... Allerdings was? Allerdings muss ich dich um etwas bitten. Mich um etwas bitten? Da ist ein Raum. Ein Raum im Keller. Ein Raum im Keller? Ja, es ist ein besonderer Raum. Sozusagen mein Hobbykeller. Du hast ein Hobby? Das Ganze meinst du? Ja, es ist ein etwas sonderbares Hobby und hat auch etwas mit meiner Arbeit zu tun. Ich forsche nämlich nebenbei ein klein wenig. Das hört sich interessant an. Worum geht's denn? Ja, das ist kompliziert und nicht so einfach zu erklären. Und das Wichtigste daran ist, es ist geheim. Wenn du es wüsstest, würdest du dich damit nur belasten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Laura, du kannst natürlich alles machen, was du willst. Aber ich möchte nicht, dass du in den Raum gehst. Du vertraust mir nicht. Doch, gerade weil ich dir vertraue, gebe ich dir die Schlüssel. Die Schlüssel behältst du lieber. Nein, nein. Ich vertraue dir und du vertraust mir. Ich liebe dich. Bitte respektiere mich, dann respektiere ich auch dich. Schmeckt Ihnen der Kuchen? Immerhin war es ein gutes Angebot. Ja, so ein richtig schöner Flammkuchen. Was die vor Monaten selbst gebacken war? Selber backen würde ich noch extra gar nicht mehr. Die kann mit Backmischung. Backmischungen sind auch okay, solange es mit Liebe gebacken wurde. Bitte essen Sie doch alles auf, den Rest müssen wir sonst wegschmeißen. Willst du noch ein bisschen Kaffee, Mutter? Ja, das kann ich schaden. Und Mädels, packt euch noch was in die Ranzen, vielleicht gibt's morgen nicht. Immer gut raushängen lassen? Na, bin ich auch stolz drauf. Wo ist denn eigentlich der Conny? Konrad ist heute Morgen auf den Kongress gefahren. Aber, und das ist jetzt meine Überraschung für euch, es wird heute Abend eine Party geben. Als, naja, Versöhnungsgeschenk für mich. Eine Party? Oh mein Gott, das war dann von Feuerwehr Maxi Blau! Oh, da hätten wir ja Jan bei der Versöhnung. Ist Monat auch dabei? Na, ist Monat auch dabei. Ich habe viele Leute eingeladen. Auch welche aus dem Fernsehen. Ja, ich denke schon. Hat er dir alle Schlüssel gegeben? Ja, wieso sollte er nicht? Auch die zum Labor? Zum Labor? Ja, ich glaube schon. Da hat er ja großes Vertrauen in mich. Der Bengel liebt dich, das muss man hier lassen. Thank you.
hochgehen, ich habe noch viel vorzubereiten.
schön geredet, die geht's nicht so gut. Hallo, mein Kleiner. Ach, du kommst? In ein paar Minuten schon? Was für eine Überraschung. Das ist aber schön. Tschüss. Wer war das am Telefon? Der Herr des Hauses. Er kommt gleich. Ist das nicht eine schöne Überraschung? Da sieht er doch, was für famose Freunde Laura hat. Wo ist Laura? Ich will sie holen. Hilfe! 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 Hallo?
Betrieb war. All diese Frauen, die hast du getötet? Ich hatte Vertrauen. Ich hatte Vertrauen in sie alle. Ich hatte sie geliebt. Aber sie allesamt haben mein Vertrauen missbraucht. Auch du, Laura. Und dafür wirst du gut. Sehr, sehr büßen. Weißt du was? Dann töte mich doch. So hast du sie doch schön ausgemalt mit deiner Mutter. Dann hat sie endlich, was sie will. Halt den Mund! Ja, los! Stich zu! Dann hat sie gewonnen. Dann wird sie dich nie verlieren. Halt den Mund! Hast du Angst? Angst hat der Konrad. Auch der kleine Konrad hat immer Angst gehabt. Ohne Mutti geht nichts. Und das hat sie doch nicht gemacht! Mir hat es doch immer so viel Spaß gemacht. Du bist echt der kleinste Scheißkerl, mit dem ich hier im Bett gelandet bin. Ich, meine Mutter, diese Beziehung muss aufhören. Ich kann nicht mehr. Hilf mir, Laura. Hilf mir. Bring du mich um. Meine Mutter. Kannst du ihr vertrauen? Wirklich vertrauen, so wie mir? Es ist mein voller Ernst. Dann scheinst du mich aber weder zu brauchen, noch wirklich zu lieben. Dann werde ich jetzt sterben, Konrad. Meine Mutter, tu das nicht. Gib mir das Messer, bitte. Was hast du getan? Komm jetzt mit. Ich rufe den Krankenwagen.
sie mitgenommen. Ich wollte ihr Leben retten. Wo sind sie denn hin? Sie sind zur Hütte. Zur Jagdhütte. Dort will er sie opfern. Mir opfern. Ich habe hinter dem Haus im Waldstück eine Hütte gesehen. Das ist seine Hütte. Ruf die Polizei. Komm, in der Hütte ist der Jeep. Wie weit ist es denn noch? Ah, mein Fuß. Halte durch. Ich kann sie schon sehen. Komm, wir müssen weiter. Nehmen Sie die Hände hoch, ich spreche die Polizei. Spiel es aus. Ist es vorbei? Sie sind verhaftet. Wegen Gottes. Er hat sie alle getötet. Mich wollte er auch töten. Sag ihn. Sag ihm, dass du mich liebst. In was für eine Situation bringst du mich?